Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zum zweiten Vortrag des heutigen Nachmittagsabends mit Reinhard Haller über das Wunder der Wertschätzung. Zuerst eine kleine Entschuldigung an jene, die beim Stream dabei waren. Der hat nämlich am Anfang des ersten Vortrags 7 Minuten lang nicht funktioniert. Das waren Anfangsschwierigkeiten. Sie haben aber, glaube ich, nichts versäumt beim Stream des ersten Vortrags. Jetzt sollte es funktionieren. Und eine zweite Vorbemerkung. Wir haben die Verpflichtung zu dokumentieren, wo Sie sitzen. Im Sinne des Contact Tracings für Corona. Deswegen haben Sie Nummern. Das ist für uns viel Aufwand, kein Spaß. Aber es ist uns sehr geholfen, wenn Sie auf dem Platz sitzen, den Sie auch bekommen haben. Ich gehe davon aus, dass das auch der Fall ist. Ja, die ganzen Zeiten jetzt sind also ein dreifacher Aufwand und es können nur weniger da sein als normal. Gut, das waren 2 Vorbemerkungen zum Thema das Wunder der Wertschätzung. Die Macht der Kränkung war eines der meistbeachtetsten Bücher von Reinhard Haller, der dargelegt hat, wie zerstörerisch dieses Gefühl wirken kann. Aber wo es ein Gift gibt, gibt es ein Gegengift. Und das scheint die echte Wertschätzung zu sein, die wahre Wunder wirken kann. Sie aktiviert unser Belohnungszentrum im Gehirn und hemmt das Angstzentrum. Das scheint ein Wundermittel zu sein, das, ich würde mal sagen, alles heilt. Soweit ungefähr der Klappentext des Buches. Ob das auch wirklich so ist, werden wir jetzt erfahren von Reinhard Haller, der ja nicht unbekannt ist, auch hier in der Akademie am Dom schon 2-mal zu Gast war und jetzt zum 3. Mal, aber auch vor allem bekannt als Psychotherapeut, Psychiater und Neurologe und als forensischer Psychiater mit Gutachten über Jack Unterweger und Franz Fuchs, international bekannt, Autor auch vieler Bücher. Und ich habe jetzt 2 schon verraten, die Macht der Kränkung und das zweite eben das Thema des heutigen Abends, das Wunder der Wertschätzung, wie wir andere stark machen und dabei selbst stärker werden. Herr Haller, ich bitte um Ihren Vortrag. Magister Lesacher, meine Damen und Herren, vielen Dank für die freundliche Einladung hierher nach Wien und für die freundlichen Worte. Das ist immer schwierig, wenn man hochgelobt wird vor einem Vortrag für einen Redner, dann kann er die Anwesenden nur enttäuschen. Ich muss mich jetzt also bemühen, dass ich diesen Schock nicht allzu groß ausfallen lasse. Nun, das Thema, das Wunder der Wertschätzung, da muss ich jetzt vielleicht etwas vorausschicken. Also es geht hier jetzt nicht um eine Bücherveranstaltung oder dergleichen, aber trotzdem, dieser Titel, den habe nicht ich ausgesucht. Wenn man ein Buch schreibt, dann mischt immer der Verlag mit und sagt, das muss man so und so gestalten und dann kaufen es die Menschen und mir hat das überhaupt nicht gefallen. Ich komme aus einer Generation, in der die Gesellschaft noch nicht so hypersexualisiert war. Und da hat es damals Aufklärungsfilme gegeben, Oswald Kolle, die mittelalterlichen Finnen und die Älteren erinnern sich noch dran. Und die haben geheißen, das Wunder der Liebe, 1, 2, 3, ich glaube 25 Fortsetzungen hat es da gegeben. Das haben wir damals natürlich mit großer Begeisterung konsumiert, aber mit dem Wunderbegriff habe ich seit damals ein bisschen Probleme. Und letztlich, wie gesagt, ist er mir dann auch etwas aufs Auge gedrückt worden, weil für mich war er einfach zu pathetisch und zu abgegriffen und mich gefragt, stimmt das wirklich im Zusammenhang mit Wertschätzung, da von einem Wunder zu sprechen? Aber ich habe dann das Pferd sozusagen von hinten herauf gezäumt und mich gefragt, gibt es nicht wirklich im Zusammenhang mit Wertschätzung letztlich verwunderliche Dinge? Und da sind mir schon einige eingefallen. Und zwar zunächst einmal die Tatsache, dass es sich bei Wertschätzung auch so um etwas handelt, wo wir eigentlich alle wissen, worum es geht. Aber wenn wir es dann definieren sollen, dann tun wir uns wahnsinnig schwer.
dann ist es, werden wir auch bei Google und in den medizinischen, psychiatrischen Büchern eigentlich nichts Wirkliches finden. Und meine Beobachtung war anhand des Gegenspielers der Wertschätzung, dass Kränkungen, für die es genauso wenig eine Diagnose oder eine Definition gibt, etwas völlig Unscheinbares sind, aber wahnsinnig viel anrichten können. Und mit der Wertschätzung verhält es sich umgekehrt, aber genauso, nämlich es ist auch etwas Unbestimmtes, etwas, was man nicht lernen kann, was man auf der Universität nicht lehrt, was keine eigene Psychotherapiemethode ist, die aber sehr viel bewirken kann. Und das hat mich immer mehr und mehr im Laufe meines Berufslebens interessiert, dass es natürlich dort auch in der Psychiatrie die großen Krankheiten gibt, wie Schizophrenie oder wie wir es im ersten Teil gehört haben, Depressionen oder Alzheimer oder Epilepsie oder alle diese Dinge. Aber die sind tragisch genug, aber Gott sei Dank nicht so häufig. Aber das, was letztlich die Masse ausmacht, was unser tägliches Leben erfüllt, was jeder von uns kennt und jeder bei sich hat, das sind scheinbare Kleinigkeiten, also wie Kränkungen. Und umgekehrt Wertschätzung, wenn man darauf verzichten muss, dann kann das zu sehr schwerwiegenden Folgen führen und das ist sozusagen schon eine verwunderliche Sache. Dann schien mir ein Wunder zu sein oder etwas Verwunderliches, dass man eigentlich aus allen wissenschaftlichen Untersuchungen weiß, dass Anerkennung, Lob, Wertschätzung ein enorm bestärkender psychischer Faktor ist, und der aber viel zu wenig eingesetzt wird. Also es sagen beispielsweise alle Untersuchungen, die man in der Arbeitspsychologie macht, in der Psychologie des Berufslebens, wenn man überprüft, wodurch sind die Menschen am Arbeitsplatz am zufriedensten und wodurch wird die Haltequote, das war zumindest bis Corona ja für die Firmen etwas Existenzielles, dass die Mitarbeiter geblieben sind, wodurch wird diese Haltequote erhöht, dann ist immer an erster Stelle sind Dinge gekommen, die letztlich sehr viel zu tun haben mit Wertschätzung, also Team, Arbeitsatmosphäre, Klima, wo eben auch Anerkennung, Lob, Wertschätzung enthalten ist, ist den Menschen viel wichtiger als beispielsweise Weiterbildung oder auch als Sozialleistungen oder auch als Entgelt, das erst an sechster Stelle ist. Also den Menschen ist es wichtiger, wertgeschätzt zu werden, als sozusagen sehr gut bezahlt. Und das ist doch irgendwie verwunderlich, dass man dann davon eigentlich so wenig Gebrauch macht. Dieselben Untersuchungen sagen übrigens auch, dass 70% sich nicht wertgeschätzt fühlen an ihrem Arbeitsplatz. Also obwohl es ihnen so wichtig ist, denke ich mir, kommt es wenig zur Anwendung. Und mich verwundert, also das nächste kleine Wunder, auch immer wieder, wie Firmen, große Firmen, oft sehr viel Geld ausgeben, damit sie irgendwelche amerikanischen Gurus einfliegen lassen und die sagen, ja, du bist der Größte und du kannst es und super und toll und du schaffst es und so weiter. Aber das nützt alles miteinander nichts. Das erkennt ja jeder, der also unter diese Segnungen kommt, dass das etwas Inflationäres ist, dass das Massenware ist, dass das nicht authentisches Lob und authentische Wertschätzung ist. Und das, was wir eigentlich geben sollten, jeder von uns, das ist letztlich etwas, was uns ganz schwer über die Lippen kommt. Wir haben hier also eine große Diskrepanz, eine verwunderliche Diskrepanz zwischen Selbstwert geschätzt werden wollen und das garantiere ich Ihnen, jeder der Anwesenden will wertgeschätzt werden und hat das Gefühl, ich komme damit eigentlich eher kurz aus, ob im Berufsleben, ob in der Partnerschaft oder in der Gesellschaft. Aber wir haben eine Hemmschwelle, diese Wertschätzung sozusagen weiterzugeben. Das ist etwas, was mich immer wieder wundert. Und ich glaube auch, dass letztlich Wertschätzung tatsächlich auch manchmal Wunder vollbringen kann, also auch kleine therapeutische Wunder sozusagen. Ich will Ihnen das anhand eines Beispiels erzählen, worum es mir heute eigentlich geht. Geschichten sind ja viel einprägsamer als Statistiken und wir Psychiater waren immer schon Geschichtenerzähler im Lauf unserer eigenen Geschichte. Also da kommt eines Tages ein junger Anwärter zu mir in die Praxis, der ein typisches Burnout gehabt haben. Also nicht sozusagen diese Allerweltsdiagnose,
sondern er war wirklich völlig erschöpft. Er war am Ende, er hat keine Kraft mehr gehabt. Er war reaktiv, depressiv, schlafsüchtig und nahezu suizidal. Und da muss man dazu sagen, diese jungen Anwälte, die sind natürlich gerade in diesen Großkanzleien auch einem enormen Druck ausgesetzt. Also sie sind nicht sonderlich gut bezahlt, aber müssen eine gigantische Leistung erbringen, bis nachts um 10 Uhr arbeiten, am Wochenende mit belastenden Dingen. Und in dieser Lebensphase haben die Menschen, natürlich haben es die Männer ja auch nicht so leicht. Sie müssen an ihrer beruflichen Karriere arbeiten und schauen, dass Geld ins Haus kommt und eine Wohnung kaufen und die Kinder sind hier und die Liebe der Frau wendet sich dem Nest zu und den Kindern und nicht mehr dem Mann und all das muss man verkraften. Also man kann es verstehen, dass die in eine solche Depressivität, in einen solchen Erschöpfungszustand hineingeraten können. Und das ist auch wissenschaftlich erwiesen, dass es das in dieser Phase und bei diesen Berufen sehr häufig gibt. Also kurzum, ich habe dann halt versucht, mit diesem Mann das aufzuarbeiten und Ähnliches. Und eines Tages kommt er wieder in die Therapiestunde und es war schon beim Eintreten klar, dem geht's viel besser. Also sein Gesicht war aufgehellt, die hängenden Mundwinkel waren sozusagen wieder gerade, die Körperhaltung war aufrecht, federnder Gang. Also es war auf einen Blick zu erkennen, dem Mann geht's gut und ich habe natürlich schon die Hoffnung gehabt, meine Therapie hätte gewirkt, also ausnahmsweise mal einen therapeutischen Erfolg, aber weit gefehlt. Ich habe ihn also gefragt, was ist los mit Ihnen, geht es Ihnen gut, wirkt das alles? Und sagt er, stellen Sie sich vor 3 Tagen, hat mir mein Chef gelobt und hat mir dann erzählt, wie ihm der Chef also persönlich gesagt hat, das hast du wirklich gut gemacht und super formuliert, dieser Einspruch oder um was es da gegangen ist und Ähnliches. Und als allein das hat zumindest einen Mordschub ihm gegeben, hat ihm also Selbstvertrauen vermittelt und hat ihm ein Stück weit dieses Burnout auch vertrieben, viel besser als das sozusagen der Therapeut kann. Und das ist es genau, worum es geht, eine scheinbare Kleinigkeit, die aber letztlich unendlich viel bewirkt. Und das, glaube ich, können Sie wirklich, wenn Sie von heute Abend nichts mitnehmen, wenigstens dieses, gehen Sie davon aus, dass jeder Mensch, der Ihnen begegnet, Wertschätzung erwartet. Und davon nie genug bekommen kann. Bruno Kreisky hat ja auch schon mal gesagt zu den Journalisten, ihr könnt es euch gar nicht vorstellen, wie viel Lob ihr aushalt. Und dort hat er unzweifelhaft recht gehabt, von welcher politischen Partei aus man das jetzt immer betrachten mag. Also dieser Wunsch nach Anerkennung, aber gleichzeitig die schwere Blockade, die wir haben, Wertschätzung zu geben. Wir könnten jetzt als ein psychologisches Experiment machen, also Sie müssen jetzt aber nicht auf den linken Fuß stehen und dem Vordermann die Hand auf die rechte Schulter legen, sondern einfach, ich frage die anwesenden Herren, wann haben Sie Ihre Frau zum letzten Mal gelobt? Dann ist Schweigen im Saal, weil man muss ja nachrechnen, ziemlich lang. Und dann kommen so Antworten, in meinem Bundesland, ich rede jetzt ausländisch, da sagt man, wir haben nicht geschnorrt, ist Lob genug. Also das heißt auf Hochdeutsch, nicht schimpfen ist Loben genug. Ich habe eh nichts gesagt, ich war eh zufrieden, ich habe eh alles gegessen, was auf den Tisch gekommen ist. Aber ein richtiges Lob, wenn wir ehrlich sind, geben wir das äußerst selten und viel zu wenig und bemühen uns nicht darum. Und das ist, denke ich mir, etwas, was ganz wichtig ist, das zu beachten und auf diese Ressource sozusagen etwas mehr zurückzugreifen. Nun ist es aber so, dass sowohl individuell als auch gesellschaftlich die Zeichen nicht auf Wertschätzung stehen. Also es heißt, es gibt in unserer Gesellschaft, glaube ich, eine Krise der Wertschätzung, beziehungsweise ich möchte sagen, eine Massenblockade der Wertschätzung. Und ich habe mir überlegt, welche Gründe dafür verantwortlich sind und Ihnen werden jetzt sicher noch ein paar zusätzliche einfallen. Aber ich denke, es hat vieles damit zu tun, dass in der Gesellschaft irgendwie ein narzisstisches Klima eingekehrt ist. Also man kann es so auf den Punkt bringen, Narzissmus war ursprünglich einmal eine Sünde, sogar die erste Sünde nicht nur in der jüdisch-christlichen Religion, also das war nicht die Eva, die den Apfel gestohlen hat auf Anstiftung ihres Mannes, sondern das war der Erzengel Luzifer, der eine Sünde begangen hat, die man nicht nur als narzisstisch bezeichnen kann, er wollte Gott gleich sein, sich in eine sozusagen an die einzig moralisch verantwortbare urnarzisstische Position
zu begeben, über Leben und Tod zu bestimmen und Ähnliches. Also das ist die erste Sünde der Menschheit. Später war es dann eine psychische Störung, ausgehend hier von Wien, Sigmund Freud 1908, zur Einführung des Narzissmus, und 1914 hat er es dann auch also publiziert, diese Vorlesung. Und seit damals galt es eben als die narzisstische Neurose oder die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Und heute ist es ein gesellschaftliches Ideal geworden, ungefähr um die Jahrtausendwende mit der digitalen Revolution. Und da muss ich gleich dazu sagen, Narzissmus ist dann sicher nichts Schlechtes. Also wenn man sozusagen Selbstvertrauen hat und sich durchsetzt und andere begeistern kann, das ist ja nichts Schlimmes. Schlimm ist es dann, wenn es auf Kosten anderer geschieht und wenn es zu viel der Selbstwertschätzung wird. Narzissmus ist nichts anderes, als allein die Dosis macht das Gift, weil das liegt ja auf der Hand. Wenn ich alles für mich selbst brauche, was ich so an Wertschätzungspotenzial in mir habe, dann bleibt für die Mitmenschen nichts mehr übrig. Und dann wird es emotional kalt und kommt es zur sozialen Entsolidarisierung. Und dieser gesellschaftliche Narzissmus nimmt zu. Ich glaube, ich habe auch einmal schon drüber sprechen dürfen. Aber ich muss jetzt doch den armen amerikanischen Präsidenten noch einmal herhalten lassen. Der macht eh schon genug mit. Und ich sage natürlich auch nie, das ist ein Mordsnarzisst, weil man darf ja keine Ferndiagnosen stellen. Da gibt es ja diese Goldwater-Regel. Aber man darf zumindest, oder man kann gar nicht anders, als zu sagen, so wie er sich aufführt, ist das ein narzisstisches Verhalten. Also da kann ich ja nicht anders sagen, als dass es so ist. Und mir scheint es beunruhigend zu sein, dass man ihn nicht wählt, obwohl er so ein Narzisst ist, sondern weil er ein solcher ist. Also das heißt, es taugt offensichtlich vielen Menschen, die identifizieren sich damit, dass sich einer nicht an Recht und Ordnung hält und sich seine eigenen Gesetze schafft und sich über alles hinwegsetzt, Gott gleich sozusagen. Das spricht die Menschen an, nicht nur in den USA, das könnte man auch in der Türkei, auf den Philippinen, in Brasilien, und neuerdings in Großbritannien sozusagen nachverfolgen. Und das ist das Beunruhigende, dass sozusagen diese Kultur des Nicht-Wertschätzens und nur für sich selbst sozusagen, dass die zunimmt. Und da gäbe es viele, viele Beweise, weil wir ja in einem katholischen Haus sind, muss ich vielleicht doch auch den Papst zitieren, und zwar als Franziskus gewählt werden wollte am 13.03.2013, da hat er eine Schrift verfasst, man kann sie noch nachlesen im Internet, also sozusagen eine kleine Werbeschrift, und da hat er geschrieben, die Krise der Religionen ist eine Krise der narzisstischen Theologie, also das heißt, mit anderen Worten, wenn man sagt, nur meines ist die richtige Erkenntnis und nur unsere Religion ist die richtige und mit den anderen reden wir nicht einmal und die verachten wir nur, naja, dann ist das Narzissmus in Reinkultur. Das hat der Papst gesagt. Jetzt werden natürlich die Theologen sagen, aber da war er noch nicht unfehlbar. Aber zwei Stunden später war er es ja. Und insofern hat er also sicher recht gehabt. Und wie überhaupt aus der Kirche, denke ich mir, aus dem theologischen Bereich gute Beiträge gekommen sind. Die beste Definition des Narzissmus, die ich kenne, stammt von Karl Rahner, diesem Theologieprofessor aus Innsbruck und Münster. Und zwar hat er gesagt, ein Narzisst ist ein Ofen, der nur sich selbst wärmt. Das ist doch eine wunderbare Beschreibung mit wenigen Worten. Ein Ofen, der nur sich selbst wärmt. Das ist der Narzisst. Und das glaube ich, also der langen Rede kurzer Sinn. Wir haben das Zeitalter des Narzissmus. Die Menschen wollen heute narzisstisch sein und sich in den Vordergrund rücken. Und dann bleibt nichts mehr an Wertschätzung für die anderen übrig, wenn man alles für sich selbst konserviert. Ein weiterer Punkt für diese Krise der Wertschätzung ist meines Erachtens die Digitalisierung der Emotionalität. Und zwar, oder der Versuch der Digitalisierung der Emotionalität. Und zwar, wir delegieren ja alles an den Computer, der kann viel rascher und viel verlässlicher und unermüdlicher arbeiten als wir, der weiß viel mehr, Wikipedia und so weiter, und wir übergeben ihm alles, inzwischen ja auch schon die Intelligenz, die künstliche Intelligenz, aber wir werden das nie schaffen, mit der Empathiefähigkeit, mit der Emotionalität. Das hat sogar Stephen Hawking gesagt, dieser Astrophysiker, wenn man will, ein kalter Wissenschaftler,
ein Atheist übrigens, der gesagt hat, das Überleben der Menschheit hängt davon ab, ob sie die Empathiefähigkeit retten kann. Weil, wie gesagt, das andere können die Maschinen und die humanoiden Roboter besser, aber sie werden niemals fühlen können, dass ich fühle, wie du fühlst. Trotzdem versuchen das die Menschen, also die vielen Smileys sind ja der lebhafte Beweis dafür, aber da können wir Varianten übermitteln, so viel wir wollen. Wir werden niemals das echte Gefühl der Dankbarkeit in einem Gesicht, der Zufriedenheit, der Trauer, das Leuchten in den Augen eines stolzen Elternteils, die Freude im Gesicht eines Kindes, das werden wir niemals schaffen, obwohl wir es noch so sehr vermuten. Und wenn wir also versuchen, diese Emotionen sozusagen, diese authentische Wertschätzung an die Maschine zu delegieren, dann geht es im realen Leben verloren. Das hat dazu geführt, dass es zu einer Idealisierung der Maske der Coolness, wie ich das nenne, kommt. Das heißt also, die Menschen, die wollen halt wahnsinnig cool sein. Also das Gesellschaftsbild ist nicht, dass man sich sozusagen herzlich oder irgendwie sympathisch, verträglich verhält, sondern man übertreibt die Emotionen in einer gekünstelten Art und Weise. Siehe, die Deutschland sucht einen Superstar und ähnliche Castingshows. Oder man wehrt sie ab, das heißt, man gibt sich Pokerface, man gibt sich abgebrüht. Und warum sagen dann die jungen Menschen, was sind denn die Lieblingsworte der jungen Menschen? Also da fällt mir auf, dass sie mal zu allem sagen, es ist wahnsinnig geil. Dann sagen sie, es ist alles krass, also spalten in ganz gut und ganz schlecht, also ja, nicht differenzierte Betrachtungsweise, aber überhaupt am häufigsten sagen sie alle, es ist cool, cool, cool und mega cool. Also das heißt, die Coolness bei Dingen, die eigentlich das Gegenteil auslösen müssen, nämlich heiße Begeisterung und Emotionen, sind alle sozusagen, das muss man als abgekühlt, als abgebrüht bezeichnen, und das verträgt sich natürlich nicht mit Wertschätzung. Dann meine ich, haben wir eine starke Skandalisierungs- und Beschämungssucht, das ist nichts Neues, aber hat natürlich auch durch das Internet, über das ich jetzt keinesfalls schimpfen will, aber hat natürlich eine ungeahnte, also paradiesische Verhältnisse bekommen, dass ich dort Menschen an den weltweiten Pranger stellen kann. Und wenn sie diese Dinge sehen, wo man sozusagen sagt, naja, da kann man nichts machen, das muss man halt zulassen, wie Menschen da fertig gemacht werden, beschämt werden, skandalisiert werden, dann glaube ich, liegt das auf der Hand, dass der Gegenspieler der Wertschätzung ist, genauso wie die Radikalisierung der Sprache. Radikalisierung heißt ja Radix, Wurzel, das heißt, das ist etwas, was weit zurückgeht, beim Menschen bis in die frühkindliche Entwicklung, und das spricht immer für eine Störung, die relativ schwerwiegend ist, und die Radikalisierung der Sprache, also dass man keine Grautöne zulässt, dass man nur aufspaltet sozusagen, ist im Prinzip etwas sehr Primitives und jedenfalls etwas Anti-Wertschätzendes. Ich denke, dass das Bild des arbeitenden Menschen auch nichts mehr mit Wertschätzung zu tun hat. Früher hatte man wenigstens noch das Gefühl, man ist das berühmte Rädchen, ohne dass das ganze Werk nicht läuft. Das hat man heute nicht mehr. Heute haben die arbeitenden Menschen das Gefühl, ich bin ein Chip, und wenn der nicht funktioniert, dann wird er ausgetauscht, ohne dass man ihm nachtrauert und ohne dass man irgendetwas macht, sondern er ist einfach etwas sozusagen, was wenig Wert hat, was massenware ist, was einfach funktionieren muss, und sonst schmeißt man es weg. Das hat natürlich nichts mehr zu tun mit der wertschätzenden Arbeit, die früher Handwerker gehabt haben, die kreative Berufe hatten, die auch Landwirte, Selbstständige hatten, sondern es ist das genaue Gegenteil davon. Dann meine ich als zweitletzten Punkt, unser Umgang mit den Alten prägt das gesellschaftliche Klima. Das heißt, wenn bis in 10 Jahren, bis im Jahr 2030, circa ein Drittel der Bevölkerung alt sind, ich gehöre leider auch dazu, also die dann alt sind, und wenn wir überlegen, wie mit denen umgegangen wird, dann kann das natürlich nur das gesellschaftliche Klima sozusagen stark beeinflussen, von einem Drittel ausgehend. Und wenn halt eben die Alten nicht mehr gebraucht werden, weil sie haben jetzt ja keine Erfahrung mehr, das hat das Internet, Google viel besser, viel vielfältiger, das Wissen ist nicht mehr ihr Privileg, sondern Wikipedia,
Also wir brauchen sie gar nicht, sie sind ein Kostenfaktor. Wir diskutieren ja auch jetzt in Österreich, ob man sie nicht unter Anführungszeichen entsorgen soll. Ich muss es so hart sagen, wenn es um die aktive Euthanasie geht, dann ist das natürlich alles andere als wertschätzend. Also das so weit geführt hat, das weiß ich was, in Holland die Menschen schon nach Deutschland ins Altersheim gehen, weil sie dort nicht die Angst haben müssen, überflüssig zu sein. Wenn sie schwere Operationen haben, die sie in katholischen Polen durchführen lassen, weil sie nicht Angst haben, dass nach einer Hirntumoroperation ihr Leben als lebensunwert erklärt wird und wir uns die Hybris herausnehmen, dass wir eh wissen, wie es denen geht und was die davon haben, das ist eine völlig unsinnige Annahme sozusagen, aber auf jeden Fall ist das etwas, was nichts mehr mit Wertschätzung zu tun hat für einen immer größer werdenden Teil unserer Bevölkerung. Und letztlich möchte ich auch noch etwas nennen, was uns, glaube ich, viel zu wenig bewusst ist, das ist die Krise des Ehrbegriffes. Ehrerweisung ist natürlich die Wertschätzung schlechthin und wir haben aber in der Europäischen Union einen ganz schweren Mangel daran. Das heißt, vor 150 Jahren haben sich auch hier in Wien die Menschen noch duelliert. Also man hat es auf ein Gottesurteil, auf Leben und Tod drauf ankommen lassen, wenn man sich in der Ehre beleidigt gefühlt hat. Und der andere hat gewusst, ich habe die Ehre beleidigt. Also es war hier eine hohe Sensibilität dafür da. Heute ist das nicht mehr der Fall. Also ich kann Ihnen nur den dringenden Rat geben, wenn Sie sich irgend von jemandem in der Ehre beleidigt gefühlt, klagen Sie ja nicht, weil Sie werden außer einen Haufen Ärger und einen Haufen Kosten auf jeden Fall kein Urteil bekommen in Ihrem Sinne, weil man in der Europäischen Union sagt, naja, das muss man aushalten und die Demokratie muss das zulassen und dann geschehen eben so furchtbare Dinge wie mit der deutschen Grünpolitikerin Petra Roth, ich weiß nicht, ob sie das verfolgt hat, die wirklich auf widerlichste Weise massenhaft niedergemacht worden ist und wo ein Berliner Gericht erklärt hat, naja, das ist in Ordnung und das ist nicht strafwürdig und das darf man halt in unserer diesbezüglich freien Gesellschaft. Kurzum, wenn der Ehrbegriff in unserer Kultur so mit den Füßen getreten wird, das ist ja im Übrigen nicht in allen Kulturen so, das müssen wir auch im Umgang mit Flüchtlingen bedenken, dass dort der Ehrbegriff ein ganz anderer ist. Ich sehe den türkischen Präsidenten Erdogan, wie der von einem deutschen Komödianten zugegebenermaßen derb beleidigt worden ist, hat er 34 Klagen eingereicht. Also das hat nicht nur mit der Empfindlichkeit dieses Mannes zu tun, sondern auch der Ehrbegriff ist dort eben ein ganz anderer. Bei uns, glaube ich, bei allem Respekt, kommt er also letztlich viel zu kurz. Nun, vielleicht möchte ich dann doch einige Begriffe auch noch klären, weil es eben dafür gar nicht so viele wissenschaftliche Definitionen gibt. Was ist Wertschätzung überhaupt? Naja, das ist die positive Bewertung eines anderen Menschen. Der Respekt ist die anerkennende Berücksichtigung der Werte. Das hat jetzt noch nichts mit positiv zu tun und schon gar nicht mit Liebe und Ähnliches, sondern Respekt kann ich auch vor jemandem haben, den ich nicht mag. Ich weiß nicht, ob Sie das hier in Wien auch so verfolgen, aber bei uns in den Alten, da ist derzeit tobt so ein Kampf, wo es geht es um die Wiederansiedlung des Wolfes. Also die Schweizer haben ja kürzlich dafür gestimmt, dass man den Wolf wieder ansiedeln darf und der anstellen kann, was er will. Man darf ihn also nicht sozusagen sanktionieren oder gar abschießen oder dergleichen. Und ich habe mich da eher auf die Seite der Schafe geschlagen, auf das Schweigen der Lämmer, weil wenn die halt massakriert werden, das ist auch eine schwere Traumatisierung und deren Leben, glaube ich, ist genauso viel wert wie das eines Wolfes und auch auf die Seite der armen Almhirten und Elbler, die diese Unmöglichkeit zustande bringen sollen, die Schafe zu schützen. Also Sie sehen, ich habe vor dem Wolf am Mords Respekt, aber lieben tue ich ihn nicht. Haben Sie also inzwischen genommen, zu welcher Partei ich hier sozusagen gehöre. Aber ich wollte das einfach sagen, das ist etwas im Zusammenhang mit Wertschätzung, was noch nicht so viel ist, Respekt zu haben, weil es eben nicht positiv getränkt ist. Die Anerkennung ist ein grundlegendes Lebensbedürfnis, es ist eine wirksame Verstärkung, er ist schon sehr positiv getönt. Und dann geht es natürlich hier immer um die Würde des Menschen.
Auch das ist schwierig zu definieren. Es ist zwar im Grundgesetz enthalten oder in diversen Grundgesetzen, aber was ist Würde? Es ist, so heißt es, ein Achtung gebietender Wert, der einem Menschen innewohnt und die ihm deswegen zukommende Bedeutung. Aber es hat kürzlich einen Bestseller gegeben, der hat geheißen, Würde ist ein Konjunktiv. Also sozusagen eine Möglichkeitsform, aber nichts, was real geschieht. Und das fürchte ich schon, dass wir in unserer Gesellschaft letztlich keinen würdevollen Umgang mehr miteinander haben. Nun, wenn man die Wertschätzung jetzt etwas genauer analysiert und etwas näher betrachtet, dann denke ich mir, die setzt sich irgendwo zusammen in einer Pyramide zur Liebe hin, möchte ich das bezeichnen. Also das heißt, sie hat eine breite Basis und sie ist relativ weit oben angesiedelt, nämlich schon knapp unterhalb des Vertrauens und unterhalb der höchsten Stufe der Liebe. Und zwar glaube ich, es geht um folgende Dinge. Also die Basis der Wertschätzung ist die Aufmerksamkeit. Also ich muss überhaupt aufmerksam sein. Ich muss eben erkennen, dass ein Mensch zum Beispiel gelobt werden will oder dass ein Mensch irgendwelche Probleme hat. Und wir sagen dann ja auch, wie aufmerksam von Ihnen, wenn jemand sozusagen auf mich individuell eingeht. Oder wir sagen, es sind die vielen kleinen Aufmerksamkeiten, die mir wohlgetan haben. Also den Menschen überhaupt zu beachten, ist etwas ganz Entscheidendes. Mir haben Arbeitslose sehr oft gesagt, die wirtschaftliche Not ist schlimm und die Existenzängste sind bedrückend. Aber das Allerschlimmste und Entwürdigendste ist, wenn man 30, 40 Bewerbungsschreiben schreibt und man bekommt überhaupt keine Antwort. Weil dann bekommt man so das Gefühl, ich bin gar nicht existent. Man beachtet mich nicht, ich bin nicht beachtenswert, also es gibt mich gar nicht sozusagen. Und das ist, denke ich mir, etwas, was eben an der Wurzel aller Wertschätzung sein müsste, das ist die Beachtung. Etwas höher angesiedelt ist dann die Achtsamkeit. Zur Achtsamkeit gehört im Übrigen auch dazu die Toleranz. Wertschätzen kann ich nur, wenn ich tolerant bin. Viktor Frankl hier aus Wien hat gesagt, Toleranz heißt nicht, die eigenen Werte aufzugeben. Es heißt auch nicht, die Werte des anderen zu übernehmen, sondern es heißt, es auszuhalten, dass jemand andere Werte hat als ich und die zu respektieren. Ich muss sie nicht lieben und nicht übernehmen, aber so sein zu lassen, das zu ertragen, das ist echte Toleranz und die gehört zur Achtsamkeit letztlich dazu. Mit Achtsamkeit meint man aber auch, dass man die Dinge im Hier und Jetzt wahrnimmt. Also nicht nur das Lob dann besonders wirksam ist, wenn es sozusagen gleich der Tat auf den Fuß folgt, nicht erst 2 Jahre später, sondern man meint auch, wir müssen viel mehr in der Gegenwart leben und die Dinge behutsam wahrnehmen, sensibel wahrnehmen, die gegeben sind, auch die Lobesbedürfnisse, die ein Mitmensch hat. Das ist im Übrigen etwas nichts nur Modernes, sondern das ist einer der Grundgedanken des Buddhismus, die Achtsamkeit zu pflegen. Das ist etwas, was die christlichen Mystiker, Meister Eckhart und so weiter auch zum Prinzip erhoben haben, die Achtsamkeit. Und das ist etwas, was in der Therapie heute sehr gefragt ist. Sie wissen, in der Psychotherapie gibt es ja auch immer wieder Modeströmungen. Einmal ist es die Analyse, einmal die Verhaltenstherapie, einmal die ganzheitliche, die körpernahe, die systemische Therapie derzeit. Die Achtsamkeitstherapie, bei der es eben um das geht, was schon Leo Tolstoi auf den Punkt gebracht hat. Es gibt nur eine wichtige Zeit in deinem Leben. Heute, hier und jetzt. Eine wichtige Zeit in deinem Leben. Heute, hier und jetzt. Also das heißt, er wollte damit sagen, man kann nicht achtsam sein und wertschätzen, wenn man nur in der Vergangenheit bohrt, wie wir Therapeuten das zugegebenermaßen häufig machen, oder wenn man nur in der Zukunft lebt, wo fahre ich zum nächsten Mal in den Urlaub hin, wann ist endlich wieder Party, was mache ich, wenn ich die Matura habe und alle diese Dinge, sondern im Augenblick zu leben, im Heute, im Hier und im Jetzt, ist für die Wertschätzung eine basale Voraussetzung, ebenso der Respekt, das habe ich schon gesagt, die Anerkennung, und dann käme die Wertschätzung, die ich vielen Menschen entgegenbringen kann. Vertrauen ist, denke ich mir, schon etwas viel, viel Liebevolleres, etwas Geborgeneres, etwas Festeres.
dass ich nun einmal nicht mit allen Menschen oder mit vielen Menschen teilen kann, mit wenigen. Und die Liebe wäre natürlich das höchste Gut, aber es ist von derselben Qualität, wie es die Wertschätzung ist, allerdings in einer Form, die man halt nur durch glückliche Umstände und nur vereinzelt in seinem Leben hat. Nun, wenn wir diese Wertschätzung betrachten, die also in unserer Gesellschaft eine Krise hat und die sich aus diesen Elementen zusammensetzt, dann ist es natürlich klar, dass es auch eine ganze Reihe von Entwertern gibt, also von Gegenspielern der Wertschätzung, sowohl gesellschaftlichen, die ich genannt habe, als auch persönlichen. Die einfachste und klarste Form davon ist natürlich die Missachtung und die Verachtung. Da ist es, denke ich, mir klar, dass die der Wertschätzung natürlich entgegenstehen. Das Schweigen ist etwas ganz Besonderes, ich gehe da noch ein bisschen darauf näher rein. Ein ganz wichtiger Entwerter ist die fehlende Positivresonanz. Also wenn ich keine positive Resonanz auf das, was ich sage, denke, tue, bekomme, wird das als sehr kränkend, als sehr entwertend empfunden. Und heute spielt sich die Missachtung jetzt weniger in Unterdrückung und in manifester Benachteiligung an, sondern eher auf dieser intellektuellen Ebene des Zynismus und des Sarkasmus. Ich sage immer, also Menschen, die fließend zynisch sprechen, es gibt ja solche, die sind immer gefährlich. Zynismus, Sarkasmus ist die Aggressivität des relativ intelligenten Menschen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Es ist eine intellektualisierte Form der primitiven Aggressivität. Und wenn wir den Wörtern auf den Grund gehen, Zynismus heißt ja auf übersetzt hundsgemein sein, nichts anderes. Also Zynismus ist keine tolle intellektuelle Leistung, sondern Kynos der Hund, es ist etwas hundsgemeines. Und Sarkasmus heißt, jemanden zu zerfleischen, wenn man das wörtlich übersetzt. Und da gibt es natürlich harmlose Beispiele dafür, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, heute haben Sie schon gewusst, dass wir heute den Welttag der Intelligenz feiern, aber leider können ihn nur ganz wenige Menschen begehen und so weiter, dann tut es niemandem sonderlich weh, weil sich ja keiner davon betroffen fühlt. Wenn Donald Trump, jetzt muss er doch noch einmal herhalten, wenn er vor 1,5 Jahren, da war einmal war diese Kältewelle, das haben wir schon vergessen, da hat es in Detroit minus 45 Grad gehabt und er leugnet ja die globale Erwärmung und da hat er also getwittert, liebe globale Wärme, kehr endlich zurück, wir brauchen dich so nötig. Dann ist das natürlich etwas Hundsgemeines, aber wir müssen doch ein bisschen lächeln dabei, weil es ist ja nicht dumm, halt. Das ist irgendwie typisch zynisch, das ist so die typisch aggressive Eiter eines doch nicht, sagen wir, ganz dummen Menschen. Oder ich habe einmal, um ein Beispiel hier für Wien zu nehmen, es hat einmal die Wiener Medizinische Schule, die war einmal weltberühmt, und da hat es die 5 Weisen der Medizin gegeben, das war so ein inoffizieller Titel, den jeder haben wollte, und da hat man mal einen dieser Weisen gefragt, wenn bei Ihnen ein Patient stirbt, ein Wohlhabender, schreiben Sie dann den Hinterbliebenen noch eine Honorarnote? Weil das ist doch irgendwie pietätlos und ähnliches. Und dieser Weise hat gesagt, ja, dann schreibe ich nämlich eine besonders große. Warum? Weil erstens meint man sonst, ich habe einen Fehler gemacht und zweitens, der kommt nie wieder. Also, das ist natürlich auch zynisch in hohem Maße. Aber naja, sarkastisch hingegen, um noch ein Beispiel aus meinem Beruf zu nehmen, ich hoffe, meine Standesvertretung verklagt mich deswegen nicht, aber da war ein Modearzt, zu dem kommt eines Tages eine wohlhabende alte Frau, der Körper war voll Krebs, sie hatte nicht mehr lange zu leben und er hat sie dann überwiesen zu völlig sinnlosen Untersuchungen, teuren Untersuchungen an anderen Kollegen und hat auf den Überweisungsschein nicht draufgeschrieben, dieses und jenes Karzinom mit multiplen Metastasen, sondern goldene Gans, Gedankenstrich, es bleibt nicht mehr viel Zeit zum Ausnehmen. Verstehen Sie, da läuft es einem dann schon kalt über den Rücken, das ist natürlich sarkastisch in bösartigster Form und weiß, ist vielmehr ein Beweis des sadistisch-aggressiven Potenzials dieses Modiarztes
als seiner intellektuellen Ausstattung. Übrigens, wie man mit dem doch umgehen kann, also so mit den zynischen und mit den sarkastischen Tendenzen, die wir halt auch ein bisschen in uns haben, das hat uns wiederum ein großer Wiener Philosoph und Dichter sozusagen mitgegeben, das ist Johann Nestroy. Und zwar, der hat dieses berühmte Wort einmal gesagt: ich kann jetzt nicht wienerisch, entschuldigen Sie, ich bin bei allen Menschen, denen begegnet bin, immer vom Allerschlechtesten ausgegangen. Und die haben mich nur selten täuscht. Und dann fügt er aber hinzu, einschließlich der eigenen Person. Verstehen Sie, da schafft er jetzt diese Grenze, dass er einerseits etwas Hundsgemeines rüberbringt, aber dadurch, dass er sich selbst mit einbezieht, fällt das Ganze nicht mehr so scharf aus und man verzeiht ihm dann sozusagen dieses Faul. Dann meine ich, der wichtigste Entwerter, ich habe davon schon gesprochen, ist der Narzissmus. Sie wissen, der Narzissmus besteht aus 5 großen E, oder so kann man ihn sich zumindest am besten merken. Das heißt also, das erste E ist die Egozentrik. Der Narzisst lebt ganz nach dem Prinzip Icher am allerrichtigsten, wenn das deutsch wäre. Also das heißt, die Ego-AG steht im Mittelpunkt, alles was er denkt ist geradezu genial, sein Urteil ist unzweifelhaft immer richtig und was er getan hat, was er erlebt hat, ist also ganz einzigartig. Wenn Ihnen ein Narzisst erzählen würde, wie er heute friedlich mit der Eisenbahn von Vorarlberg nach Wien gefahren ist, dann klingt das, als ob er im 16. Jahrhundert ins Zentrum Afrikas vorgedrungen wäre, sozusagen auf dieser Reise. Also die Egozentrik. Das zweite E des Narzissten ist die Eigensucht, nicht die Eigenliebe. Wir übersetzen Narzissmus immer mit Eigenliebe, das ist falsch. Der Narzisst kann nicht lieben, weder andere, aber auch nicht sich selbst, sondern er ist süchtig. Und wie ein Süchtiger braucht er immer mehr von seiner Droge. Seine Droge heißt nicht Heroin und nicht Kokain, sondern heißt Bewunderung, Anerkennung, Lob. Und wie jeder Süchtige kann er nicht aufhören und kann davon nicht genug kriegen. Die Krankheit des Nicht-Aufhörens und des Nicht-Genug-Kriegens, also der Narzisst saugt das alles an und ist niemals ganz zufrieden und gibt immer den Eindruck, es ist zu wenig und man hat irgendwie in seiner Umgebung immer so etwas wie Minderwertigkeits- und Schuldgefühle vor allem. Und letztlich ist die Sucht eine Krankheit der Unerfülltheit und so ist es auch beim Narzissten. Also jetzt haben wir gesagt, die Egozentrik, die Eigensucht, das dritte E ist der Empathiemangel. Der Narzisst ist nicht fähig, sich positiv in andere Menschen einzufühlen. Mit Empathie müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, weil natürlich ein Serienkiller ist auch empathisch. Der weiß ganz genau, oder ein Sadist weiß ganz genau, was seinem Opfer wahnsinnig wehtut und was dieses als besonders schmerzhaft und erniedrigend empfindet. Es geht um die positive Empathie, um Sympathie, um Mitleid. Die hat der Narzisst nicht, außer mit sich selbst. Sie wissen, dieses berühmte Wort der Narzissten, das ist komisch, alle Menschen denken nur an sich, außer mir, ich denke nämlich nur an mich. Und das vierte E ist dann die Entwertung anderer Menschen. Das heißt also, der Narzisst ist nicht damit zufrieden, dass er sagt, wie toll er ist, sondern er muss andere auch niedermachen. Gegenteil von Wertschätzung. Und zwar aus welchem Grund? Weil er nach der Psychologie des einäugigen Königs funktioniert. Der Einäugige ist wann König? Wenn er lauter Blinde um sich hat. Und der Narzisst ist ein Komplexhaufen, der hat also die schwerste Selbstwertzweifel und darum braucht er um sich eben Menschen, die seiner Meinung nach noch schlechter sind. Das sind die, die er eben verachtet, niedermacht durch Sarkasmen, durch Zynismen, wie wir es vorher gehört haben. Und das ist auch das, was die Partnerschaft mit einem Narzissten unter anderem so wahnsinnig schwer macht. Das ist, weil sich eben das niemand mehr gefallen lässt auf Dauer, weder der liebendste Ehepartner noch der treueste Mitarbeiter, dass man dauernd entwertet, niedergemacht wird und Ähnliches. Und ich muss Ihnen sagen, in der Partnerschaftsberatung, also da ist heute, also wenn Menschen in Partnerschaftsberatung kommen, meistens ist es zu spät, das muss ich leider sagen. Aber dann fragt man dann, warum wollt ihr auseinandergehen? Dann sagen sie vordergründig immer, ja, wir haben uns auseinandergelebt. Das sagen sie zu 100%.
Dann, wenn man aber hinter dieses Schlagwort sozusagen blickt, dann kommt fast immer, ich habe keine Wertschätzung bekommen, es war alles selbstverständlich, was ich getan habe, man hat es nicht gesehen, also keine Aufmerksamkeit, ich habe nie ein Lob gehört und mein Partner ist ein wahnsinniger Narzisst. Das höre ich heute fast immer und dann schildert man tatsächlich diese Verhaltensweisen, dieser maximalen Egozentrik, der Gekränktheit und der subtilen Entwertung und der fehlenden Wertschätzung. Kurzum, das fünfte E, das wir jetzt noch haben beim Narzissten, das führt uns zum nächsten hin, nämlich der Narzisst hat eine Achillesferse und das ist seine Empfindlichkeit. Egozentrik, Eigensucht, Empathiemangel, Entwertung anderer, Empfindlichkeit. Also er ist in hohem Maße kränkbar. Nun, ich werde zur Kränkung, obwohl ich letztes Jahr schon darüber referiert habe, doch noch ein paar Gedanken sagen, weil sie der Gegenspieler schlechthin ist. Aber denken Sie einmal, wenn man von Ihnen sagt, ein Mensch ist ein wahnsinniger Narzisst, was haben Sie dann ein Bild von sich? Dann haben Sie so den Großen, den Mächtigen, den Strahlenden, der alle Blicke auf sich zieht, wenn er den Raum betritt und den ganzen Raum einnimmt. Da ist der Narzissmus leicht zu erkennen. Aber diese Narzissten, die sind, siehe noch einmal, jetzt ein letztes Mal Donald Trump, die sind extremst kränkbar, extremst empfindlich. Es heißt so schön, Gott verzeiht, aber nicht der Narzisst. Es heißt so schön, der Elefant vergisst trotz seines großen Kopfes, aber niemals ein Narzisst. Und also diese subtilsten Dinge, die sie wahnsinnig kränken, das ist das typische Zeichen des Narzissmus, das viel zu wenig beachtet wird in unserem Bild und in der Diskussion und das aber letztlich auch seine wahnsinnige Schwäche ist, im Gegensatz zum Charismatiker. Der Charismatiker ist auch ein Narzisst, aber ein positiver. Der hat viel Selbstwert, der ist begeisterungsfähig, aber er ist auch kritikfähig, dadurch teamfähig, er lässt sich auch etwas sagen und er schöpft seinen Selbstwert nicht aus der Entwertung anderer Menschen. Das ist der entscheidende Unterschied zwischen dem Charismatiker, zwischen dem positiven Narzissten und dem negativen. Also die Kränkbarkeit ist sozusagen hier etwas besonders Wichtiges. Da muss ich Ihnen vielleicht eine Geschichte erzählen. Ich erzähle nur Geschichten. Und zwar, da kommt also eines Tages auch ein Paar zu mir in Beratung und ein Geschäftsmann und mit seiner Frau. Und das Problem war, dass dieser circa 10 Tage mit ihm kein Wort mehr redet, also keine Antwort gibt, der nicht guten Morgen und gute Nacht sagt, also mit einem Wort vollkommen verstummt ist bei völliger Gesundheit sozusagen. Und der ist natürlich in Rage geraten, er hat also gebettelt, er hat gefragt, was ist das, verständnisvoll, drohend, erpresserisch und als ist in eine richtige Krise gekommen, er hat sie nicht zum Sprechen gebracht. Naja, im Lauf der Therapie ist es dann gelungen, dass sie endlich gesagt hat, warum sie in diesen Schweigestupor verfallen ist und das war folgendes, das ist wirklich wahr, also die haben vor 2 Wochen Gäste gehabt, einen Geschäftsfreund. Und sie hat wunderbar aufgekocht mit allem drum und dran. Und dann sagt also dieser reingeladene Geschäftsmann am Schluss, also das Fleisch, wirklich sagenhaft, derartig zart und derartig saftig und geschmacksvoll und so weiter. Aber er hat nichts über die Suppe gesagt, nichts über die Vorspeisen, nichts über den Nachtisch, das sich mindestens genauso gut gemacht hat. Naja, das hat sie so gekränkt. Das ist also sozusagen diese Empfindlichkeit des Narzissten. Und die ist sehr unangenehm, weil sie gibt dem Mitmenschen immer das Gefühl, irgendwas habe ich falsch gemacht, irgendetwas habe ich verbrochen. Ich weiß zwar nicht genau was, aber ich fühle mich auf jeden Fall schuldig. Also das sind keine angenehmen Menschen, diese sehr gekränkten Narzissten, obwohl die Kränkung, ich komme dann ja noch drauf, etwas ganz Besonderes ist. Einer im Berufsleben der wichtigsten Entwerter ist das sogenannte Mobbing. Mobbing ist nichts anderes als systematisches Kränken. Wenn es um Mobbinghandlungen, das wird heute immer wichtiger im Berufsleben, da gibt es sehr viele Prozesse, dass Menschen sagen, ich kann nicht mehr arbeiten, ich muss in die Berufsunfähigkeitspension Schmerzensgeldansprüche stellen. Das ist etwas sehr wichtig werdendes und das sagen die Opfer, sagen nie, der Chef hat mich gewürgt oder der Chef hat mich mit einem Messer attackiert, sondern sie sagen, man hat mich nicht gegrüßt,
man ist mir ins Wort gefallen, wenn ich einmal geredet habe. Man hat blöd gelacht, wenn ich meine Meinung gesagt habe. Man hat mich bei der Vorrückung nicht berücksichtigt. Und lauter so kleine Dinge, unscheinbare Dinge, kränkende Dinge, die aber eben in der Gesamtheit etwas Furchtbares ergeben und diese Menschen in den Krankenstand treiben. Und das ist nicht vorgespielt, das sind keine eingebildeten Kranken. Da hat man eine Untersuchung gemacht in einer deutschen Universität, wo man Mobbingopfer 5 Jahre nach Abschluss des Verfahrens nachuntersucht hat und war natürlich der Meinung, denen geht es jetzt allen gut, die haben jetzt ja die Rente und sind längst weg für ihren Betrieb und sie werden keine Depressionen, keine Schlafstörungen, keine Ängste, keine psychosomatischen Leiden mehr haben, weit gefehlt. 70% haben nach 5 Jahren noch dieselben Symptome gehabt wie in der Anfangsphase, die dem entsprechen, was man im Prinzip einer Depression entspricht. Jetzt tiefenpsychologisch, aber da will ich mich nicht näher reinlassen, ist die tiefe Ursache von all diesen Übeln, von der fehlenden Wertschätzung, ist der Neid. Wobei ich sagen muss, auch bei Neid gibt es nicht nur den Guten und den Schlechten. Konstruktiver Neid ist nicht so schlecht. Schwierig ist nur der destruktive Neid. Also wenn ich sage, ich neide dem, dass er so ein hohes Einkommen hat und so ein schönes Auto und so eine tolle Stellung und so möchte ich auch werden, wenn es geht, ein bisschen besser, dann ist das ja nichts Schlimmes. Wenn ich aber sage, dieses Schwein hat ein hohes Einkommen, ein Auto, obwohl es so ein Versager ist, den werde ich runterholen, dem haue ich eins rein, dann ist das natürlich destruktiver Neid und dann ist er eben Ursache von diesen genannten Übeln, die ich hier also aufgezählt habe. So dass ich also meine, fehlende Wertschätzung ist die Ursache vieler psychischer Störungen. Ich glaube, das kann man wirklich sagen, wie gesagt, nicht diese großen Leiden, nicht von Geisteskrankheiten, nicht von Demenzen, aber von diesen Dingen, die uns das tägliche Leben bestimmen und uns vergällen und die subjektiv sozusagen enorme Belastungen ausleben können, das glaube ich schon, dass es ist, wenn man nicht wertgeschätzt wird, gerät man in Krisen, man entwickelt Selbstwertzweifel, Neurosen, es kommt häufig zu psychosomatischen Leiden, zu Depressionen, zu Sucht, zu posttraumatischen Verbitterungsstörungen. Es heißt ja dieses Wort auch, wenn jemand so verbittert ist, das ist die unheilbare Form der Kränkung. Und natürlich an einer unheilbaren Krankheit kann man letztlich auch sterben. Nun, wenn Sie das zum Beispiel betrachten, anhand dessen, was wir im ersten Referat schon ein bisschen angerissen haben, das Burnout-Syndrom. Wenn es um Burnout geht, also um die psychische Übermüdung, um die psychische Erschöpftheit, dann werden immer so die üblichen Verdächtigen gebracht, zu viel Stress, Vielfachbelastung, Multitasking, Geräusch und Lichtsmog und alle diese Dinge, die also mit Überlastung zu tun haben. Und das wird schon so sein, dass das mit eine große Rolle spielt. Aber ich glaube, dass also letztlich in vielen Fällen fehlende Anerkennung, fehlende Wertschätzung ein ganz maßgebender Faktor ist, wie bei diesem jungen Anwalt, von dem ich Ihnen erzählt habe. Und zwar, das kann man sich auch gut erklären, wenn wir von dieser These ausgehen, dass jeder Mensch wertgeschätzt werden will, also das sozusagen braucht wie die emotionale Muttermilch, dann wird er natürlich sich schon sehr bemühen, um diese Wertschätzung zu bekommen. Wenn ihm das nicht gelingt bei Personen, die ihm wichtig sind, wird er frustriert sein, also in eine negative Stressreaktion verfallen und sich noch mehr anstrengen. Und wenn das sich halt wiederholt, wiederholt, wiederholt und es kommt immer wieder zu Enttäuschungen und zu immer stärkeren Anstrengungen, dann liegt es ja auf der Hand, dass ihm eines Tages die Kräfte ausgehen und er also letztlich keine Anerkennung mehr hat. Und letztlich also dann sozusagen zusammenbricht und sich vollkommen leer und ausgebrannt fühlt. Ich habe, jetzt muss ich doch, nachdem ich vorher schon gesagt habe, wie erfolglos ich oft bin in meiner Therapie, muss ich Ihnen doch ein Beispiel erzählen, wie ich ausnahmsweise einmal erfolgreich war. Und zwar anhand folgender Kleinigkeit. Und zwar, es kommt also auch ein ausgebrannter Mann zu mir, so ungefähr 55, der also wirklich das typische Profil eines Burnout-Kandidaten aufgewiesen hat. Unglaublich einsatzfähig, unglaublich engagiert, nie Nein sagen können. Überall hat man ihn gebraucht
Und er hat gesagt, und dann haben sie zu mir gesagt, auf dich kommt es an und nur du kannst es. Und da kannst du doch nicht Nein sagen, wenn wir noch ein Fest organisieren in unserem Betrieb. Und also du bist halt einfach ganz einzigartig. Also man hat ihn sozusagen mit Lob erpresst. Und dann am Schluss seiner Aufzählungen, und jetzt bin ich am Ende, jetzt bin ich müde, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt kann ich nicht schlafen und so weiter, hat er einen Seufzer rausgelassen und hat gestöhnt, die haben mich krank gelobt. Naja, also dann war die Therapie, die wie gesagt erfolgreiche. Warum war sie erfolgreich? Also nicht nur, weil er besser geworden ist, sondern ich habe ihn dann am Schluss auch gefragt, was nehmen Sie jetzt eigentlich mit aus diesen Gesprächen? Das mache ich immer, weil wenn man oft nach langen Psychotherapien fragt, was ist da herausgekommen, dann schultern die Patienten oft die Schultern. Und also das wollte ich nicht. Ich habe ihn gefragt, also was haben Sie mitgenommen aus der Therapie? Und dann hat er gesagt, ganz einfach, die Erkenntnis, dass ich mich nicht zu Tode loben lasse. Also verstehen Sie, vorher hat er gesagt, Sie haben mich krank gelobt, aber jetzt weiß ich immerhin, wenn das so weitergeht, und dagegen werde ich mich sozusagen wehren. Und auch bei anderen Krankheiten, also vor allem bei der Sucht, denke ich mir, spielt Wertschätzung und fehlende Wertschätzung eine enorme Rolle. Schauen Sie, das ist doch verständlich, wenn einer die ganze Woche hakelt, Und niemand sagt immer Danke und sagt immer Lob, also gibt ihm sozusagen eine kleine Dosis Kokain, dass er dann am Freitagabend hingeht und sich 1, 2, 3, 4, 5 Bier zuführt, weil er dann plötzlich einen hohen Selbstwert hat und sich irgendwie belohnt fühlt für alles, was er während der Woche gehakelt hat, wertgeschätzt fühlt, das ist ja verständlich. Aber wenn er das natürlich immer macht, dann besteht die Gefahr der Gewöhnung und besteht natürlich die Gefahr der Süchtigkeit. Und ich habe bei Suchtpatienten halt sehr oft gesehen, dass sie einfach an mangelnder Wertschätzung leiden, gerade auch Kokainisten, die oft eher depressive Menschen sind und die dann auch oft Minderwertigkeitsgefühle haben. Und wenn sie sich dann halt der Linie ziehen, dann kommen sie in einen Zustand der Euphorie und der Überlegenheit und der Arroganz hinein. Und es ist letztlich etwas, wo ihnen die Droge, die verbal und emotional vorenthaltene Wertschätzung erschöpfen könnte. Nun habe ich schon von Kränkungen gesprochen, die natürlich der Gegenspieler schlechthin sind. Auch bei Kränkungen gilt genau dasselbe, was ich bei Wertschätzung gesagt habe. Keine medizinische Diagnose, keine Definition in einem Lehrbuch. Etwas, worum sich die Wissenschaft nicht kümmert, weil das ist ja viel zu etwas für Warnduscher und für Weicheier, aber doch nicht für uns im Elfenbein, einen Turm und so weiter. Aber gerade dort, das kann ich Ihnen versichern, in Wissenschaftskreisen spielen Kränkungen eine unglaublich wichtige Rolle. Das könnte ich Ihnen jetzt auch anhand der Covid-Diskussion beweisen, was dort sozusagen diese menschelnden Schwächen der Wissenschaft eine Rolle spielen, wenn wir ja vollkommen unterschiedliche Messages bekommen. Nach den neuesten Untersuchungserkenntnissen ist das alles miteinander nur eine bessere Grippe, und nach noch neueren Untersuchungserkenntnissen rafft es eine halbe Menschheit dahin, und alles dazwischen kann man haben. Das hat sehr oft zu tun mit Neid und mit Narzissmus, und ich muss noch rascher und noch besser sozusagen Ergebnisse bringen mit diesem Druck, der hier herrscht, der auch von Medien aufgebaut wird. Der eine Deutsche, Drosten, der ja ein sehr seriöser Wissenschaftler ist, aber der wird ja in manchen Medien jetzt als zukünftiger Bundeskanzler sozusagen gehandelt. Und Sie können sich vorstellen, wenn man das von mir erwartet, dass ich dann letztlich halt dann auch manchmal abhebe. Naja, also was sind Kränkungen? Also ich glaube, Kränkungen, das müssen wir uns vor Augen halten, sind keine Emotion, sondern ein sozialer Prozess, der sich abspielt zwischen jemandem, der kränkt, ich nenne es jetzt geschlechtsuneutral den Kränker, zwischen jemandem, der gekränkt wird, den Empfänger, und der Kränkungsbotschaft. Und da können wir uns vielleicht folgende Faustregeln merken. Also wenn mich eine Kränkung tief trifft, muss der Absender, ob ich das will oder nicht, wichtig sein. Wenn mich etwas nicht kränkt, ist auch der, der mich kränken will, für mich unwichtig. Und drum tut natürlich eine Kränkung in der Ehe, in der Partnerschaft besonders weh, und ist man hier besonders sensibel,
weil der andere ja wichtig ist. Den liebe ich oder habe ich zumindest einmal immerhin einmal geliebt. Also es ist eine ganz wichtige Person und darum kommt es eben in den Partnerschaften zu dieser verhängnisvollen Entwicklung von Kränkungen. Oder der Chef ist halt auch sehr wichtig im Berufsleben eines Menschen. Und wenn er mich kränkt, dann trifft mir das natürlich besonders tief. Je wichtiger eine Person, desto tiefer die Kränkung. Oder umgekehrt, wenn mich etwas kränkt, Faustregel ist, der, der das getan hat, für mich so und so wichtig. Auf Seiten des Empfängers spielt eben eine Rolle, dass Kränken nur etwas kann, was in uns sensible Stellen berührt. Was sind sensible Stellen? Das sind unsere Werte und das sind nicht verheilte Wunden. Also zu mir ist kürzlich ein Patient, was heißt ein Patient, ein Mensch halt in die Ordination gekommen, der hat gesagt, es ist etwas ganz, ganz Furchtbares passiert, eine Kleinigkeit, aber sie lässt mir keine Ruhe, sie beschäftigt mich Tag und Nacht. Und zwar hat man ihn, er war Direktor einer großen Schule und man hat ihn auf dem Schulfest halt irgendwie etwas blöd dargestellt. Also gesagt, unser Direktor hat auch keine Ahnung oder so, als irgendein ein Scherz, ein Zynismus und ähnliches. Aber kurzum, bei diesem Mann ist dann halt einfach herausgekommen, er war in der Familie irgendwie das schwarze Schaf, hat die schlechtesten Schulleistungen erbracht, seine Brüder sind immer hoch gelobt worden, er nie. Er hat dann aussteigen müssen, hat dann später aber kompensativ sozusagen das alles nachgeholt und es eben dann zu einer tollen beruflichen Karriere gebracht. Aber wie dort wieder das angerührt worden ist, sozusagen, du bist schwach, du bist nicht so gut wie die anderen, ist in ihm eine übermächtige Reaktion, die man seinem großen Manager gar nicht zugetraut hätte, sozusagen ausgebrochen. Und die Kränkungsbotschaft, auch sie enthält eine Faustregel, je mehr mich etwas kränkt, desto größer ist der wahre Kern, der in einer Kränkung enthalten sein muss. Jede Kränkung hat einen wahren Kern, sonst ist es keine. Und je tiefer die Kränkung sitzt, desto größer ist der wahre Kern, ob ich das will oder nicht. Und das ist eben wichtig, wenn ich das analysiere und das weiß, dann kann ich mit Kränkungen viel besser umgehen. Nun, in der Partnerschaft haben wir dieses Übermaß an Kränkungen, an verminderter Wertschätzung, besonders in dem, was John Gottman, dieser berühmte amerikanische Paartherapeut, und seine Frau bezeichnet haben als die vier apokalyptischen Reiter, also benannt im Übrigen auch noch etwas, was Sie hier in Wien finden, nämlich diesen Stich von Dürer, Albrecht Dürer in der Albertina. Und zwar hat er gemeint, eine Beziehung ist dann unrettbar verloren, als eben apokalyptisch, wenn es um folgende Dinge kommt, und die sind alle Anti-Wertschätzungspunkte, nämlich destruktive Kritik. Also wenn man den anderen nur noch kritisiert und nicht lobt, und zwar, verstehen Sie mich nicht recht, Kritik kann durchaus wertschätzend sein, aber sie muss konstruktiv ausgestaltet sein. Die negative, wo man also spürt, es geht nur ums Niedermachen, ums Entwerten, die ist einer der vier apokalyptischen Reiter. Dann natürlich Geringschätzung und Verachtung, wie wir es vorher gesagt haben, wenn man sarkastisch spricht, wenn man zynisch spricht, wenn man verhöhnt, respektlos ist. Dann, wenn man den Partner ständig beschuldigt, bei ihm Schuldgefühle auslöst, das erträgt kein Mensch. Schuldgefühle sind wahnsinnig unangenehm und auf Dauer nicht auszuhalten. Und dann, wenn es zum Mauern kommt, nämlich zum Schweigen und zum Rückzug. Das bedeutet das Ende der Kommunikation. Und Schweigen ist natürlich ein doppelschneidiges Schwert im Zusammenhang mit Kränkung und fehlender Wertschätzung. Nämlich auf der einen Seite, wenn ich schweige, dann bringe ich zum Ausdruck, dass ich tief getroffen bin, dass ich schwer beleidigt bin, dass es mir die Sprache verschlagen hat, dass ich kein Wort mehr über die Lippen bringe. Also es ist so der maximale Ausdruck, du hast etwas Furchtbares angestellt, ohne dass man genau benennen kann, was es nun sein soll. Und auf der anderen Seite ist aktiv zu schweigen etwas, wo ich einen Menschen wirklich schwer bestrafen kann und unglaubliche Macht ausüben kann. Das haben auch die großen Dichter immer wieder gesagt, dass man die schweigende Aggression, die schweigende Aggressivität, nämlich du bist mir kein Wort mehr wert, mit dir will ich nicht kommunizieren, du bist gar nicht existent in meinem Leben. Das bringt man dadurch zum Ausdruck. Und das ist etwas Gefährliches.
Ich weiß schon, und Sie wissen auch, Schweigen kann durchaus positiv sein. Das kreative Schweigen, das andächtige Schweigen, das ehrfürchtige Schweigen, das Schweigen der Philosophen und der Künstler, wenn sie neue Ideen haben wollen und Ähnliches, das Schweigenfasten. Aber es kann auch eine furchtbare Waffe und ein Ausdruck höchster Aggressivität sein. Haben Sie schon einmal überlegt, dass die großen Einzelmassakristen, der vorher genannte Franz Fuchs, der Anders Berit Breivik und so weiter, das könnte man jetzt durch die Kriminalgeschichte durchzählen, das waren alles Menschen, mit denen niemand geredet hat. Die in ihrem Schweigen haben sie Fantasien ausgebrütet und haben sie sich aus ihrer Minderwertigkeit sozusagen befreit, weil es ist ja viel angenehmer, wenn ich der König von Norwegen bin und das Abendland verteidigen muss, als wenn ich ein Nichts bin, das angeschwiegen wird und mit dem niemand redet. Und Ähnliches spielt sich, denke ich mir, auch in Partnerschaften, natürlich nicht mit Damokläufen, aber Ähnliches spielt sich ab, dass in diesem Schweigen furchtbare Fantasien entstehen, die dann eben zu den apokalyptischen Reitern zählen. Und später hat man noch einen fünften eingeführt, nämlich die Demonstration von Macht. Und das, glaube ich, liegt auch auf der Hand. Wenn ich Macht ausübe, ist das in der Regel nicht wertschätzend. Und jede Partnerschaft ist natürlich ein Machtkampf. Und letztlich, wenn die Machtverhältnisse durcheinander geraten, gerät jede Beziehung in die Krise. Also Schweigen ist ein schillerndes Phänomen, ein vielsagendes, ein fantasieanregendes in beide Richtungen, positiv und negativ. Es ist Ursache von vielen psychischen Störungen, Ausdruck des Gekränktseins, ein Machtinstrument. Es ist auch im Fokus der Psychotherapie. Es ist, ob man will oder nicht, sogar die intensivste Form der Kommunikation. Thomas Bernhard hat eben von der gehemmt-aggressiven Stummheit, vom zerbeißenden Schweigen, vom Terror des Schweigens gesprochen und uns Ingeborg Bachmann vom nicht sprechenden Hören und vom Echo des Wartens. Also das sind wunderbare Beschreibungen, die auf diese Vielfältigkeit des Schweigens hindeuten. Aber in unserem Kontext, glaube ich, kann man schon nachvollziehen, dass es ein Gegenspieler der Wertschätzung ist. Nun, ich komme zur Schlussrunde. Das heißt, das ist jetzt keine gefährliche Drohung. Wenn ein Redner sagt, jetzt komme ich zum Schluss, dann heißt es immer, er fängt noch einmal in der Mitte an oder so. Und ich habe einmal gehört, ein guter Redner, der sagt zuerst immer langatmig, was er jetzt dann alles sagen wird für großartige Dinge, dann in der Regel ganz kurz, was er zu sagen hat und dann noch einmal langatmiger, was er gesagt haben wollte. Also das mache ich jetzt auch. Also es geht letztlich darum, dass man, glaube ich, also ich möchte jetzt nicht, dass Sie alle als Mimöschen verdammen gehen und Ihrem Partner dann sagen, ich bin wahnsinnig gekränkt und ich fange dich jetzt an zu loben oder dergleichen. Es geht hier eher um eine Sensibilisierung für diese Themen. Es geht eher darum, dass man also beispielsweise überlegt einmal, wo habe ich meine empfindlichen Stellen, wo habe ich meine Kränkungen. Wo bin ich gekränkt worden, vielleicht gar nicht mit böser Absicht? Wo habe ich selbst gekränkt, ohne dass ich das wollte? Das geschieht relativ häufig. Ich habe mal in einem Vortrag gesagt, habe ich über Stephen Hawking gesprochen, habe ich gesagt, das ist der Mann, der an den Rollstuhl gefesselt ist. Dann ist nachher eine rollstuhlfahrende Person auf mich zugekommen und gesagt, also das hat mich sehr gekränkt, das hat mir überhaupt nicht gefallen, wenn Sie sagen, wir sind an den Rollstuhl gefesselt, sondern wir leben im Rollstuhl und wir leben damit, aber wir sind nicht Gefesselte. Und das war mir auch so eine Lehre, wie man oft unbewusst kränkt, ohne dass man das will. Und um das geht es letztlich, denn wenn ich also das nachspüre, wo ist die Kränkungsgrenze meines Nächsten, habe ich die möglicherweise verletzt, wo habe ich meine eigenen Werte, meine empfindlichen Stellen, meinem nicht verheilten Wunden, dann ist das nichts anderes als Empathietraining pur. Und Stephen Hawking hat ja gesagt, das Überleben der Menschheit hängt davon ab, ob sie die Empathie retten kann, die richtige Empathie. Und die müssen wir also pflegen, die müssen wir kultivieren. Und ich denke, so diese Frage, wie gehe ich mit Kränkungen, mit Gekränktheit, mit Wertschätzung, mit Lob um, das ist etwas, was sehr, sehr viel zur Sensibilisierung in diesem Bereich beitragen kann. Also gelebte Wertschätzung heißt zunächst einmal aufgeschlossen sein, also tolerant sein
wie wir das vorher gehört haben. Also ich muss neugierig sein. Das ist, glaube ich, etwas besonders Wichtiges, Neugier. Wenn man mich früher gefragt hat als Junge, was ist deine schlechteste Eigenschaft, dann habe ich brav geantwortet, Neugier, weil mir das der Pfarrer so gelehrt hat. Wenn man mich heute fragt, was ist in Ihrem Alter die beste Eigenschaft, die Sie haben, dann sage ich viel stolzer, Neugier. Also, solange man neugierig ist, heißt das, man interessiert sich für die Umwelt, man interessiert sich für die Mitmenschen, man ist nicht starr. Dann muss man sich einlassen können. Also nicht drüber fahren, nicht cool sein, nicht abgewandt sein, nicht sich selbst zu, sondern sich auf den anderen Menschen tatsächlich einlassen können. Nur dann, allein das Einlassen schon auf jemanden, ist etwas, was als sehr wertschätzend erlebt wird. Empathisch sein, wie gesagt, eine Fähigkeit, die heute etwas leidet und die doch verloren gehen könnte. Und man muss vor allem zuhören können. Sie wissen in der Kindererziehung diese drei großen Z: Zuhören, Zärtlichkeit, Zeit. Zuhören, Emotionalität, meine Zärtlichkeit und Zeit haben für jemanden. Das geht nicht, dass man Wertschätzung rationalisiert und dann an irgendwelche Seminare überträgt oder ähnliches, sondern man muss sich selbst persönlich als ganzheitlicher Mensch sozusagen Zeit nehmen. Und es ist besonders wichtig, dass man das Gerechtigkeitsgefühl beachtet. Also das müssen Sie mir wirklich glauben. Das Gerechtigkeitsgefühl ist für die meisten Menschen etwas vom Wichtigsten überhaupt. Und sie reagieren auf nichts so empfindlich wie auf die Verletzungen des Gerechtigkeitsgefühls. Wir hören das in der politischen Diskussion sehr häufig. Das ist sozial ungerecht. Leider in der Psychotherapie meiner Meinung nach sehr wenig wird auf diese Verletzungen des Gerechtigkeitsgefühls gedacht. Und letztlich also meine ich, dass einfach viele Menschen sagen, das ist einfach nicht gerecht, das ist nicht fair, dass ich kein Lob bekommen habe und der andere beispielsweise schon. Und das wurmt sie und das bedrückt sie und das führt sie oft in Krisen hinein. Dann ist es natürlich notwendig, dass man den Menschen ganzheitlich erfasst. Also das heißt, ich sollte nicht auf eine Diagnose oder auf eine Verhaltenseigenschaft oder auf eine Rasse oder dergleichen reduzieren, sondern in seiner Ganzheit erfassen. Das ist, denke ich mir, eine unabdingbare Voraussetzung für Wertschätzung. Und wir sollten bessere Feedback-Kompetenz entwickeln. Also dass wir loben können, richtig loben können, was wie gesagt gar nicht so ganz einfach ist. Und letztlich auch eine Kritik kann ein gutes Feedback sein, wenn sie konstruktiv geschieht und wenn der Kritisierte den Eindruck hat, aha, ich werde wahrgenommen, man interessiert sich für mich und mich aber nicht entwertet und mich dabei nicht niedermacht. Man darf natürlich das Feedback auch nicht inflationär einsetzen, nicht als Massenware. Es geht um soziale Kompetenz, die ja heute viel zu kurz kommt, und ich meine, gelebte Wertschätzung ist in der heutigen Gesellschaft mit ihrer blockierten Wertschätzungshaltung nur möglich, wenn wir doch Wertschätzung auch einfordern. Wenn wir also doch manchmal fragen in der Partnerschaft, hast du gesehen, dass ich heute das und das gemacht habe? Ist dir aufgefallen, dass dieses und jenes geschehen ist? Oder auch, dass man am Arbeitsplatz durchaus fragt, sind Sie eigentlich zufrieden zu mir? Was sagen Sie zu dem? Dass man die Menschen also quasi zwingt, sich zu entblößen, nämlich diese Schwelle auch zu überspringen, mit der sie Lob offensichtlich nicht geben können. Und ein berühmter Schriftsteller, Philosoph, die Schriftsteller sind ja in der Regel auch sehr gute Psychologen, hat diesen schönen Satz geprägt: Weniger werten und mehr wertschätzen führt zum Mehrwert für alle. Warum? Weil einerseits, auch das ist ein Gesetz, wertschätzen nur kann, wer Selbstwert hat. Ein Komplexhaufen, ein Minderwertigkeitsmensch, also Gefühlsmensch, ein Narzisst, der kann das gar nicht. Um wertschätzen zu können, brauche ich eine starke Persönlichkeit, brauche ich einen entsprechenden Charakter, brauche ich Souveränität. Und die zweite Regel in diesem Zusammenhang: Wertschätzungen kommen fast immer zurück, und zwar mit recht guten Zinsen. Auch das ist ein Gesetz. Bessere Zinsen, als sie heute die Bank nebenan zahlt, das kann ich Ihnen garantieren. Nun, ich möchte
das Ganze noch abschließen mit einem Blick auf die Psychologie des Lobens, weil sie halt doch sozusagen der gebräuchlichste und gängigste der Punkt ist, mit dem man Wertschätzung zum Ausdruck bringt. Also Lob ist auf jeden Fall, wie gesagt, es ist gar nicht so einfach, erstens, dass man es überhaupt anwendet und zweitens, dass man auch richtig lobt, nicht erpresserisch und nicht inflationär. Es ist der intensivste Ausdruck, einer der intensivsten Ausdrücke der Wertschätzung, so muss ich sagen. Es steckt dahinter immer das Gesetz, dass der Mensch ein liebes- und lobesbedürftiges Wesen ist, er erwartet Lob, er will Lob, er braucht Lob. Es ist ein Verstärker ersten Ranges. Es gibt richtiges Lob, falsches Lob, inflationäres Lob, es gibt erpresserisches Lob. Lob ist ein Krankmacher und wir haben in uns eine Lobeshemmung und richtiges Lob soll nicht inflationär sein, es soll individuell sein, originell und von Herzen kommen, das nennt man authentisch sein. Ich habe einmal Folgendes erlebt, da hat eine sehr reiche alte Dame, Witwe, kinderlos, als ideale Erbtante, einen großen Teil ihres Vermögens, da könnte ich Ihnen jetzt viele Geschichten erzählen, die sich im Erbe abgespielt haben, aber die hat einen wesentlichen Teil ihres Vermögens einer ihrer Verwandten, einer Nichte vermacht, die eigentlich unscheinbar war und irgendwie also gar nicht herausgetreten ist, auch nichts Besonderes getan hat. Und alle haben sich gewundert, warum gerade diese das meiste bekommt. Und die Lösung war eine absolute Kleinigkeit. Und zwar, sie hat dann in ihrem Testament geschrieben, weil die hat mir immer einen Feldblumenstrauß vorbeigebracht, einen selbstgepflückten Selbstblumenstrauß. Und erstens hat sie gewusst, dass sie das mag. Und zweitens, da steckt Mühe dahinter. Das ist doch viel mehr Ausdruck des Herzens und des Wohlwollens und der Wertschätzung, als wenn ich zu Flörop 50 Euro überweise und sage, schicken Sie dann der Tante zum Geburtstag sozusagen einen gekünstelten Strauß. Und so sollte echtes Lob gestaltet sein, individuell, originell und authentisch. Und wenn Wertschätzung eine Haltung wäre, dann hieße das auch, dass wir emotionale Kompetenz besitzen und soziale Kompetenz, dass wir tolerante Menschen sind, dass wir einen achtsamen Umgang pflegen können, dass wir die menschliche Würde tatsächlich, wie es in den Grundgesetzen steht und in den Menschenrechten im Mittelpunkt stehen, dass wir Feedback-Kompetenz haben, Gelassenheit und dass wir auch Vorbildung sein können. Und damit komme ich zurück auf den Anfang, auf das Wunder der Wertschätzung. Also wie gesagt, das ist ein pathetischer Titel, das ist ein kitschiger Titel, das ist ein belasteter Titel. Aber ich möchte Ihnen doch Folgendes versprechen. Gehen Sie nach Hause und versuchen Sie das eine oder andere von dem, was Sie jetzt gehört haben, bei Ihrem Partner, bei Ihren Kindern, bei Ihren Eltern anzuwenden. Und ich garantiere Ihnen, Sie werden dann ein Wunder erleben. Vielen Dank. Um eine Wortspende. Ich glaube, das kann man ganz einfach beantworten. Das wäre ein Hinweis, dass er doch ein narzisstischer Mensch ist. Der Narzisst, der will ja und kann nie genug bekommen von Lob. Und darum glaube ich auch, dass es wichtig ist,
dass man das Lob nicht inflationär gibt und nicht so, wie man es im Prinzip gefordert sieht, sondern individuell, authentisch und im richten Augenblick. Das ist der entscheidende Grund und man muss damit, also wie soll ich sagen, Sie sprechen etwas ganz Wichtiges an, so dieses Süchtigwerden nach Lob. Und das muss man natürlich unterbinden und das kann ich nur, indem ich damit doch in einer gezielten Weise umgehe und auch durchaus in einer wertvollen Weise, nämlich auch entsprechend sparsam. Und das, denke ich mir, ist im Gelobten eine ganz wichtige Erfahrung, dass er eben macht, ich bekomme nicht bei jeder Gelegenheit der Lob super und ganz toll und geil und alle diese Dinge, sondern es ist etwas Echtes, es ist etwas auf mich Zugeschnittenes. Ich denke, es ist Folgendes von elementarer Wichtigkeit. Also, wir haben die Gekränkten und es gibt sehr viele, also ich meine inzwischen, aber das wird vielleicht ein bisschen auch jetzt mit meinem sozusagen Schwerpunktfeld zu tun haben, aber ich meine, es sind alle wahnsinnig gekränkt, die auf der Welt herumlaufen. Aber kurzum, das eigentlich Kränkende ist für die meisten gar nicht einmal die Kränkung selbst, sondern dass man es nicht gemerkt hat, dass sie gekränkt worden sind. Und als Vermittler können sie einfach versuchen, diese Dinge anzusprechen. Wenn jemand Kränkungen hat, ist ihm das in der Regel sehr peinlich, so über so eine Kleinigkeit zu sprechen. Da meint man, ich bin kein richtiger Mann und keine gestandene Frau und Ähnliches. Und das kann doch mich nicht erschüttern. Ich müsste eine Schwäche zugeben. Also ist sehr peinlich. Und wenn man dem Menschen dann also hilft, diese Kränkung zu Wort zu bringen, dann erreicht man zweierlei. Für den Gekränkten hat es eine große Entlastungsfunktion. Und für den, der gekränkt wird, ist es zumindest ein Hinweis, dass er gekränkt hat, obwohl er es vielleicht sogar gar nicht wollte. Aber dass er mit diesem Verhalten eben eine schwere Kränkung ausgelöst hat. Und insofern meine ich, dass sie in der Vermittlerfunktion hier in einer dankbaren Rolle sind, weil da geraten sie nicht zwischen die Rollen. Sie müssen sozusagen nur Geburtshilfe leisten, dass die Kränkung überhaupt zur Sprache kommt. Ja, das ist ein sehr schönes Beispiel. Genau um das geht es. Genau um das geht es. An sich eine Kleinigkeit. Aber für sie war sie wahnsinnig wichtig und gibt ihnen einen großen Auftrieb. Und die Person, die das bemerkt hat, die ehrt das. Ja, ja. Ja, so ist es. Also da kann ich eigentlich gar nichts dazu sagen. Die Assoziation, die ich aber doch noch habe in diesem Zusammenhang. Also ich will jetzt Corona nicht hochjubeln. Aber man muss natürlich, also es ist schlimm genug, aber man muss natürlich sagen, es hat auch einige positive Dinge gebracht. Also ich habe schon gesagt, es ist auch ein antinarzistisches Virus, dass wir also eben halt erkennen, dass wir endliche Wesen sind, dass wir verletzlich sind, dass wir wieder geerdet werden, dass unsere Bäume nicht in den Himmel wachsen. Und es ist auch ein Virus, das dazu beigetragen hat, dass verschiedene Berufe jetzt plötzlich wertgeschätzt werden, für denen wir immer gemeint haben, das ist ganz selbstverständlich, dass eben Kassiererinnen da sind, dass es Krankenpflegepersonal gibt und, und. Also insofern, denke ich mir, hat diese Krise auch in dem Kontext, den Sie sagen, durchaus Positives gebracht. Diese Wohnen in Schweigen auch mal
glaube, Sie könnten die PowerPoint-Präsentation auch haben, wenn Sie das wollen. Also von mir sowieso, aber wahrscheinlich auch vom Veranstalter. Ich würde Sie gerne fragen, ob einfach der Begriff Kompensation in unserer Gesellschaft auch eine wichtige Rolle spielt im Zusammenhang auch mit eben der Gesellschaft. Ja, also das glaube ich schon. Ich habe neben all den Dingen, die Sie jetzt und die Sie wahrscheinlich denken, ich habe ja auch darauf hingewiesen im Zusammenhang mit der Achtsamkeit, also die Kontemplationen der Mystiker und so weiter, die waren ja letztlich nichts anderes als sozusagen ein Wahrnehmen und ein tiefes Empfinden im Hier und Jetzt, also in der kontemplativen Versenkung, und die sind ein ganz wichtiger Bestandteil der Wertschätzung. Ich kann das nicht anders ausdrücken. Ich möchte auf das Lob zurückkommen. In meinem Berufsleben habe ich oft die Möglichkeit gehabt, Lob auszusprechen. Ich habe aber oft Gedanken gemacht, wie dosiere ich das Lob? Wie empfindet der andere dieses? Nicht? Ist es überschwänglich? Denkt es in der Rhythmus von mir. Nicht? Das heißt, kann es negativ werden. Ist es zu wenig, dann kann es plakativ klingen. Das heißt, ich muss mich auf den anderen einlassen und dann die richtigen Worte zum richtigen Zeitpunkt finden. Und das ist, glaube ich, nicht so leicht. Das ist ein Erlebnis der Vergangenheit. Darum habe ich sie auch zur Sprache gebracht. Also das Loben ist gar nicht so einfach, also dass man richtig lobt. Aber ich glaube, man kann schon von folgendem ausgehen. Also mit Loben kann man mal nicht schaden. Man kann vielleicht, also es nützt vielleicht nichts, wenn es, wie gesagt, inflationär ist und so aufkommt und zu wenig von Herzen und alle diese Dinge. Aber Schaden mit Lob kann man nicht. Also noch einmal, ein Philosophenwort lautet, gegen Tadel sind viele Menschen resistent, aber gegen Lob kein einziger. Und das, glaube ich, ist ein Grundgesetz, das man sagen kann. Und generell meine ich, dass in unserer Gesellschaft das Lob, das echte Lob zu kurz kommt. Warum haben wir dieses, oder haben die jungen Leute so dieses Verlangen nach Followers, nach Likes und allen diesen Dingen, also diesen Bestärkungen, die ja auch nichts anderes sind als digitalisiertes Lob. Es ist ihnen das halt wichtig mit dieser neuen Sprache, in der sie sich bewegen. Aber sonst glaube ich, dass das echte Lob, also das authentische, das ganzheitliche, eher zu kurz kommt. Ich darf Ihnen vielleicht auch noch das anhand folgender Geschichte erzählen. Also das war vor Weihnachten 2015. Weihnachten 2015. Da war ich bei einem Seminar in einem großen Familienunternehmen der Führungscrew, der Chef, so der Typ, dieser alte Patriarch sozusagen, Firmenpatriarch, Gründervater, der war auch anwesend, und wie es immer ist bei diesen Seminaren, das kann man halten, zu welchem Thema man will. Es kommt dann immer darauf hinaus, wenn der Psychiater anwesend ist, aber in unserer Firma herrscht auch so ein schlechtes Klima und es gibt diese und jene Probleme. Und unter anderem hat einer, der schon sehr lange bei dieser Firma war, zu diesem alten Chef gesagt, er war bei Du mit ihm als langjähriger Mitarbeiter, hat er gesagt, und eines will er gerade auch sagen, ein Lob hört man von dir auch nie. Im Dezember 2015. Das hat den alten Chef sichtlich getroffen, er ist geradezu zusammengezuckt und in sich gegangen und denkt nach, und dann sagt er, aber wohl, ich habe dich doch einmal gelobt, einmal wohlgemerkt, und dann denkt er noch einmal nach, und das war bei der Weihnachtsfeier 1988. Also es ist jetzt ein zugespitztes, aber wahres Beispiel, und das ist für mich ein bisschen typisch, so alle 22 Jahre oder 32 Jahre, glaube ich, einmal ein Lob, das ist ein stolzer Schnitt. Ein links da. Erstens herzlichen Dank, ich habe etwas gelernt bzw. wurde bestätigt durch das, was Sie vorgetragen haben.
Ich habe in der Mitarbeiterführung bin ich draufgekommen, nach ca. 10, 15 Jahren, wenn ich etwas will von jemandem, dann habe ich mir vorher, das habe ich vergegenwärtigt, was ist das für ein Mensch, zweitens, könnte ich das erfüllen zu 100%, hätte ich es erfüllt, meine Ziele, kommt drauf, maximal 80%, 85%, wenn ich gut drauf bin. Das heißt, die Logik für die 65%, der legt dann fängt selber zum Sprechen an, dass er um 5% mehr bringt. Ja, ich kann dazu eigentlich nichts sagen, als dass sozusagen Ihre praktische Erfahrung zweierlei Dinge bestätigt, dass Führungskräfte oft auch ganz gute Psychologen sind. Das steckt hier dahinter, dass sie Empathie beweisen, indem sie eben überlegen, was löst das bei dem aus. Und dass das, was ich sagen wollte, eigentlich auch in der Praxis durchaus wirkt. Ja, das ist ein riesiges Problem. Das muss ich zugeben, das erlebe ich in Therapiesituationen auch sehr häufig und das ist sehr, sehr schwierig. Also ich kann Ihnen jetzt auch keine wirkliche Anleitung geben. Also ich meine, wenn man versucht, das zu reflektieren, was dieses Schweigen auslöst, was es für Sie ist, dass es für Sie etwas sehr Aggressives ist, dass es für Sie eine Form des Machtkampfes ist mit unfairen Mitteln und Ähnliches, dass man dann eine gewisse Chance hat. Einmal habe ich einem Ehemann, der also auch lange Zeit angeschwiegen ist und der sich aber eigentlich nie getraut hat, selbst nach Hause zu gehen oder selbst auf ein Bier zu gehen und so weiter, habe ich empfohlen, er muss sich jetzt zwingen, dass er am Abend einfach ausgeht, weil erstens hat er dann das Schweigen schon durchbrochen, weil seine Frau ihn zumindest gefragt hat, wo warst du, wenn sie nicht vorher schon gefragt hat, wo gehst du hin, und dann hat er ihr antworten müssen, ich habe jemanden zum Sprechen gesucht. Nichts anderes, also nicht sagen, wo er war und was er gemacht hat, sondern ich habe mit jemandem reden wollen sozusagen. Und das war in diesem Fall zumindest wirksam. Aber weil ich glaube, die Frage, die Sie stellen, die bezieht sich darauf, also ich will jetzt wiederum keine Ferndiagnosen stellen, aber meine Erfahrung ist, dass in der Regel narzisstische Menschen, also diese gekränkten Narzissten, dass die das Schweigen hervorragend einsetzen können. Und Narzissmus generell zu behandeln, ist etwas extrem Schwieriges. Und dementsprechend ist es auch, wenn diese Waffe von denen verwendet wird, sodass ich nur solche einfache Tipps eigentlich geben kann, die Dinge anzusprechen und sozusagen hinter die Fassade des Schweigens zu bringen, dass das nichts Heldenhaftes ist und nichts, sondern etwas sehr Verletzliches und etwas sehr Aggressives. Ja, also ich denke, diese Frage ist, müsste man eigentlich immer so stellen, wie viel sind schwere Narzissten? Weil ein bisschen Narzissten sind ja die meisten von uns. Und das ist auch kein Problem. Und dann müssen Sie unterscheiden zwischen Menschen, die nur Narzissten werden in einer bestimmten Lebenssituation. Also wenn ich anschließend mit dem Herrn Magister Lesacher ein Bier trinken gehe, das hat er mir versprochen als Honorar, dann werde ich mutmaßlich auch etwas narzisstisch. Dann fange ich an, Sprüche zu klopfen und halt zu sagen, wie toll und wie großartig. Aber das ist harmlos, weil morgen in der Früh habe ich dann wahrscheinlich einen Kater und dann ist es vorbei mit dem Narzissmus. Oder wenn jemand Macht gewinnt, also in eine mächtige Position kommt, werden die Menschen auch oft wahnsinnig narzisstisch. Und wenn sie dann wieder abgewählt werden, dann werden sie wieder normal. Also das muss man einmal unterscheiden. Schwerer Narzissmus beginnt für mich dort, wo die Leidensgrenze für jemanden verletzt wird. Sei es von den Mitmenschen meistens
oder von den Betroffenen selbst. Also das sind Narzissten durch und durch, die sich nicht ändern. Also narzisstische Persönlichkeiten, die vom jungen Erwachsenenalter bis zum Greisenalter so bleiben. Und die haben eine Prävalenz von ungefähr 1,2%, wobei die Männer im Verhältnis zu Frauen 60 zu 40 überwiegen. Was wiederum auch ein relatives Datum ist, weil es ist hier ein gewisser Ausgleich festzustellen. Aber der große Unterschied ist einfach, der männliche Narzissmus ist aggressiv. Der weibliche ist eher, sagen wir, vielleicht auch lästig und manchmal auch lächerlich, aber eher harmlos, so eher nach dem Prinzip Spieglein an der Wand, wäre es die schönste im ganzen Land. Und kann man mal das nicht oft genug sagen. Also er ist verträglicher als der männliche Narzissmus, der eben sehr gekränkt und sehr aggressiv ist. Ja, das hat jetzt so auf den ersten Blick, also ich müsste jetzt natürlich auch drüber nachdenken, aber ich beneide dich ist, glaube ich, nicht so schlecht. Also das heißt einfach, ich möchte für mich dasselbe haben, was du hast. Also es ist für mich ein Ausdruck des konstruktiven Neides. Und der ist, glaube ich, nicht gefährlich, sondern im Gegenteil, der regt an, der stachelt an, der fordert heraus. Und beneiden klingt für mich nach konstruktivem Neid. Der destruktive Neid, wo ich halt eben sage, den hole ich runter, es darf jemand keinen Vorsprung haben, es darf jemand nicht besser sein, der ist natürlich der eigentlich Gefährliche. Zwei. Ja, da haben Sie recht. Es ist natürlich eine von mehreren Möglichkeiten, wie solche Dinge zustande kommen können. Aber verstehen Sie mich recht, beim Narzissmus, ich wollte nicht sagen, dass Kränkung jetzt sozusagen dort etwas Schlechtes oder etwas Kennzeichnendes sind, sondern es geht um das zu hohe Maß an Gekränktsein. Also, dass man sozusagen keine gesunde Haut hat. Man sollte auch psychisch eine Haut haben, die nicht zu dünn ist, nämlich nicht zu kränkbar ist, weil sonst jeder Tropfen zum Peitschenhieb wird. Aber sie sollte auch nicht zu dick sein, weil dann bin ich ein gemütsloser Psychopath, auf Deutsch gesagt. Ein gefühlloser Psychopath. Also es geht um die richtige, wieder einmal um die richtige Dosis sozusagen. Und auch bei diesem Umgang mit Kränkung. Aber dass Kränkung halt eben eine ganz entscheidende Rolle spielt, auch in der Menschheitsgeschichte durch bis hin zu fehlender Wertschätzung als größte Kränkung. Das ist dann diese Geschichte, die ich vor einem Jahr halt schon wiedergegeben habe, aber die Sie alle kennen. Aber dass das Urverbrechen der Urmenschheit eine Urkränkung war, nämlich Kain und Abel. Also das waren die Söhne von Adam und Eva.
und keiner hat seinen Bruder erschlagen und nicht aus irgendwelchen großen Tragödien heraus, sondern wegen einer kleinen fehlenden, was heißt kleinen, wegen einer fehlenden Wertschätzung. Oder Gott hat sein Opfer nicht wertgeschätzt, wie jenes des Abel. Und das allein war dann Ursprung, diese Gekränktheit, wo dann im Übrigen auch diese wunderbare Definition vorkommt, von Gott persönlich, über Kränkung und fehlende Wertschätzung, was das auslöst, wo er dann eben sagt zu Kain, Kain, du trägst in dir ein lauerndes Tier. Das ist die schönste Beschreibung, die es gibt, phänomenologisch die schönste Beschreibung. Du trägst in dir ein lauerndes Tier. Nämlich, es ist etwas wahnsinnig Aggressives aus einer Kränkung heraus entstanden. Man kennt es gar nicht genau, man weiß nicht, wann es zuschlagen wird, aber dass es zuschlagen wird, und es ist stärker als der Rat Gottes letztlich. Also das ist, denke ich mir, in dieser Stelle Genesis 4, 1 bis 16, Sie korrigieren mich, letztlich als enthalten, und das weist halt eben auf diese Bedeutung der Kränkung und der erhöhten Kränkbarkeit sozusagen hin. Ja, vielen Dank auch für die Beantwortung der Frage. Sie können natürlich jetzt noch stundenlang weiter sprechen, aber Sie wollen ja aufs Bier. Das mache ich gerne. Hallo.